Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu unserem Tutorial, wie baue ich unser Studententeleskop auf. Wir zeigen euch das anhand unseres Celestron C8 Studieteleskops. Das Teleskop hat mehrere Bestandteile, die wir uns kurz anschauen werden, um einen Überblick zu bekommen, um dann mit dem Aufbau zu beginnen. Als erstes haben wir hier das Stativ. Dazu gehört die Montierung und der Spreizer. Außerdem haben wir die Gegengewichtsstange mit dem Gegengewicht und natürlich unser Teleskop. Das ist ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop mit einem Durchmesser von 20 cm. Wenn wir die Sonne beobachten wollen, können wir einen Weißlichtfilter verwenden. Dann haben wir außerdem die Handbox mit der Steuerung und der Powerbank, einen Zenitspiegel und eine Reihe von Okularen. Dann lasst uns gleich mal mit dem Stativ beginnen. Zuerst wird das Dreibeinstativ aufgeklappt. Bei Bedarf können die Beine an den Schrauben noch verlängert werden. Außerdem ist es wichtig, auf die korrekte Ausrichtung zu achten. Der Buchstabe N muss Richtung Norden zeigen. Weiter geht's mit der Montierung. Die Montierung wird in die Mitte des Stativs gesetzt und mit der Metallschraube fixiert. Dabei muss man zwei Dinge beachten. Erstens muss die Montierung so platziert werden, dass das N sich zwischen den zwei Schrauben befindet. Und zweitens sollte die Schraube nicht zu fest geschraubt werden, damit die Justierung noch klappt. Um das Stativ zu stabilisieren, wird zusätzlich noch ein Spreizer angebracht, der an den Stativbeinen anliegen soll. Mit Hilfe der Dosenlibelle können wir überprüfen, ob die Montierung in der Waage steht. Jetzt wird die Gegengewichtsstange fest an der restlichen Montierung angebracht. Dazu schieben wir das Gegengewicht auf die Stange. Es muss fest fixiert werden, damit es nicht mehr herunterrutschen kann. Und zum Schluss muss man noch die Sicherungsschraube ans Ende der Stange anbringen. Nun kommen wir zum Polar Alignment und dazu benutzen wir den Polsucher in der Montierung. Wenn man hindurch sieht, sollte der Polarstern sich an der vorgesehenen Position befinden und dann ist die Montierung grob ausgerichtet. Dabei muss darauf geachtet werden, dass an der Achse der entsprechende Breitengrad des Beobachtungsstandortes eingestellt ist. Wien befindet sich zum Beispiel bei 48 Grad und das muss auch eingestellt sein. Nun zum Wichtigsten, zum Teleskop. Mit der orangenen Schiene kann man das Teleskop passend an der Montierung anbringen. Damit nichts passieren kann, darf man das Teleskop erst loslassen, wenn die beiden Schrauben festgezogen sind und das Teleskop gut sitzt. Zum bequemeren Beobachten kann man auch den Zenitspiegel oder auch Umlenkspiegel genannt anbringen. Damit man dann auch etwas sieht, muss man noch ein Okular anbringen. Jetzt müssen wir überprüfen, ob das Teleskop im Gleichgewicht ist. Dafür lösen wir die obere Klemme und schieben das Teleskop in die Waagerechte. Um es auszutarieren, können wir die Schraube an der orangenen Schiene lösen und das Teleskop ein wenig verschieben. Dann stellen wir die Schrauben wieder fest und fixieren die obere Klemme. Das gleiche machen wir nun mit der anderen Achse. Wir lösen die seitliche Klemme und stellen die Achse wieder waagerecht. Und um hier ins Gleichgewicht zu kommen, können wir das Gegengewicht verschieben. Zum Schluss kommt das Teleskop wieder in die Ausgangsposition. Wenn das Teleskop richtig aufgestellt ist, können die Motoren angeschlossen werden, damit die Nachführung später auch funktionieren kann. Dazu wird ein Kabel mit der Deklination verbunden und mit dem zweiten Kabel wird die Steuerung angeschlossen und an dieser die Handbox. Das ganze System funktioniert mit 12 Volt aus unserer Powerbank. Wenn wir die Sonne beobachten wollen, müssen wir auf jeden Fall einen Weißlichtfilter verwenden. Außerdem muss der Sucher abgedeckt sein.